Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeitaufbaustrategiespiels-Spaßes und willkommen zurück zu Anno 1503 in einem neuen Stream, in einer neuen Aufnahme und juhey, es gibt mal wieder technische Probleme. Ich habe es jetzt gerade schon im Stream erklärt, ich will es jetzt in der Aufnahme so kurz wie möglich halten. Der Speicherstand vom Ende vom letzten Mal stürzt einfach ab. Bei Cortano und bei mir und wir mussten jetzt den Speicherstand laden vom letzten Mal, wo mittendrin mal wir den D-Sync hatten. Das heißt, ich habe jetzt noch 600 Geld und ja, bin halt an dem Punkt, wo ich glaube, hatte ich die ganzen Leute schon verloren? Waren die schon verhungert oder hatte ich jetzt schon das Essensproblem gelöst? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich muss jetzt mal reingucken. Ich glaube, das müsste schon danach gewesen sein, weil ich glaube, du hast zum Stream. Das war ziemlich am Anfang beim letzten Mal, ne? Ja. Ja, Essen habe ich. Ich habe bloß kein Alkohol. Ne? Großartig. Ja, also ich habe mir meinen bereitgestellt. Und du? Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe zwei Inseln. Ich habe eine Tabakinsel und ich habe. Ach ja, eine Alkoholinsel. Ach, ich erinnere mich, das war genau die Stelle, wo ich hier keine Felder mehr bauen konnte, weil ich kein Geld mehr hatte. Beziehungsweise... Also ich schicke mein Schiff übrigens gleich zum Salz sammeln, ne? Ach ja, siehst du, das ist natürlich jetzt ein Learning für dich. Ja. So, und hier brauche ich jetzt noch eine Brauerei. Ach stimmt, ich hatte auch das Nahrungsproblem, sehe ich gerade, weil ich habe die ganzen Farmen umgebaut gehabt von Hopfen. War das Hopfen? Nee, von Kartoffeln. Kartoffeln zu Hopfen, ne? Genau. So, die Brauerei, die kann hier hin. So, hatte ich jetzt auch schon eine Route dafür eingerichtet? Oder wollte ich das mit diesem Schiff hier machen? Kann ich die Routen sehen? Ne, ich habe nur zwei Schiffe und das eine Schiff ist gerade hier, das heißt, ich habe ja noch keine Route. Warte mal, nee, du hast drei Inseln übrigens sogar, ne? Ich habe drei Inseln? Du hast einmal die Insel. Ach ja, na gut, meine Hauptinsel, ja, okay. Deine Hauptinsel und dann, wie gesagt, die zweite. Genau, ich hatte aber beim letzten Mal am Ende dann schon die dritte, auf der ich glaube ich Gewürze. So angebaut hatte. Genau. Ja. Ach, naja, gut, okay. Es nützt jetzt nichts hier. So, Bierhausen. So, in Bierhausen möchte ich gerne Bier einladen. Und in Lauchheim möchte ich es gerne ausladen. So, Start. Und jetzt kann ich eigentlich schon das nächste Schiff bauen. Ne, hatte ich jetzt eigentlich auf meiner eigenen Insel schon eine... Was ist denn hier los? Wieso produzieren die denn nichts? Wieso laufen die auf 38%? Habe ich gerade eine Dürre bei mir? Das sieht irgendwie fett aus, sehen so komisch aus. Das sieht bald so aus, ne? So halb und halb. Ja. Musst du vielleicht doch einen Brunnen hinsetzen? Oder? Na, hatte ich ja schon. An der einen steht ja ein Brunnen, ich glaube. Ach nee! Ach ja, man hätte es ja mal vorbereiten können. Das ist ja der Grund, weswegen ich auf die andere Insel bin mit dem Bier, weil ich ja nur zu 50% Hopfen bei mir auf der Hauptinsel habe. Fruchtbarkeit. Deswegen sehen die Felder so scheiße aus. So, und jetzt, ich wollte eigentlich nachgucken, ob ich jetzt auf meiner Hauptinsel selber schon Seile produziert habe oder ob ich die komplett von dir eingekauft habe. Ich glaube aber, dass ich die komplett von dir eingekauft habe. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ja. Ja. Aber ich habe jetzt auch gar nicht genug Geld, um mir noch ein drittes Schiff zu kaufen. Ich habe auch gerade keine Seile. Ja, gut. Ich nehme die jetzt aber auch mal aus dem Verkauf raus. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder an Geld kommen. Ja, ja, ich, oh Gott, ich muss erstmal wieder gucken, wo ich stand. So, Stoffe ist angeblich auch knapp. Dabei habe ich mir extra noch das Video noch einmal angeschaut, um zu wissen, wo wir stehen. Ja, ja. Ich hatte ja gedacht, gut, das haben wir mittlerweile alles erlebt. Wir wissen einigermaßen, wie wir uns hier durchwurschteln müssen. Und vielleicht schaffen wir es ja heute sogar schon irgendwie zu den ersten Aristokraten.
Und dann überrascht einen das Spiel eure Regentschaft wieder mit irgendwas Neuem. Ich speichere direkt mal hier. Oh, das dauert aber lange. Oh, nee, bitte nicht. Really? Nee, bitte, warten, wird gespeichert. Alles gut. Ey, Gott. Vor allem, ich weiß gar nicht. Ich bin ja nun auf Streamlabs OBS umgestiegen. Das hatte ich ja auch am Montag schon erklärt. Ich glaube, Streamlabs OBS hat nicht die tolle Funktion, dass man die Aufnahme pausieren kann. Das heißt, wenn wieder irgendwas ist, muss ich dann tatsächlich anfangen mit Schnippeln. Das ist natürlich mal ein bisschen... Okay. Das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist natürlich dann blöd, ja. Also, das war das Schöne beim letzten Mal, dass ich einfach, wenn das Spiel abgestürzt war, ich habe die Aufnahme pausiert und einfach doch wieder eingesetzt, wo man wieder angefangen haben und musste jetzt nicht irgendwie 5000 einzelne Videodateien dann zusammenschneiden noch. Also es tut jetzt nicht weh, aber kostet halt einfach Zeit und ist halt Aufwand. Das ist richtig, ja. Guck ich mal kurz hier in meine Übersicht. Naja, ich mach nicht wirklich Plus. Nee, geht mir auch um, so. Aber wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht, wie die Rechenfunktion von dem Spiel ist. Obwohl man keine Einkaufskosten hat, macht man trotzdem Minus, obwohl man eigentlich Plus macht. Nach dem ihrer Rechnung. Ja. Das macht irgendwie rein bilanztechnisch gesehen macht's keinen Sinn. Wie gesagt, ich mache auf einmal. Na gut, deine Gebäude haben ja Unterhaltskosten, die du bezahlen musst. Ja, das ist ja eigentlich schon in den Betriebskosten ja mit zusammengerechnet. Theoretisch. Ja. Das stimmt natürlich. Ich überlege jetzt, ob ich doch nochmal eine Alkoholfarm einfach hier auf meiner Hauptinsel baue. Das muss ich mal kurz gucken. Ich habe hier eine. Hier sind zwei. Also diese Mini-Farmen, die sind äußerst ineffizient. Und übrigens, ich habe ja letztes Wochenende mal noch privat einfach ein Solospiel gespielt. Es gibt um ein Vielfaches größere Inseln als das, was wir hier haben. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man das Spiel vorher also ein bisschen bearbeiten kann, ne? Ja. Sag mal, jetzt bau mir doch mal hier die. Das macht er nicht. Dann muss man die Kartoffelfelder hier selber bauen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ach nee, ich habe kein Geld dafür. Oh, leck mich. Gerade hatte ich noch Geld. Ich hatte gerade noch. Aber einkaufen tue ich nichts. Ich verkaufe sogar Sachen. Ehrlich gesagt, das meine ich ja. Also irgendwie ist das nicht ganz nachvollziehbar, diese Verrechnungsgeschichte, was die da treiben. Hauptproblem ist halt bei mir gerade wirklich der Alkohol. Ich habe halt Essen, ich habe Leder, ich habe Salz, ich habe Stoffe. Na gut, Tabak ist auch knapp. Oder eigentlich gar keiner vorhanden. Aber Alkohol ist halt noch eher Grundnahrungsmittel. Da ist Tabak noch ein bisschen Luxusgut sogar. Und ich hatte ja beim letzten Mal auch schon hier noch mehr Tabakplantagen gebaut. Das weiß ich. Ich hatte ja mittlerweile 4 oder so. Sogar 6. Nun gut. Möchtet ihr ein Spielchen wagen? Wo die Kugel sei, müsst ihr mir sagen. Nützt ja nicht, was ist hier? Ein Schäfchen. So, ich wollte mal gucken, wie viel Wolle ich habe, ob man da eventuell was effektiver gestalten kann. Könntest du die Volkswagen etwas hochschieben, dann sieht man im Stream die Ressourcen besser. Warte. Okay, was wollte ich jetzt gucken auf Wolle? Hallo MG, Servus. Okay, Wolle.
Also eigentlich müsste mit der zusätzlichen Farm hier... Hat der jetzt überall Felder gebaut? Und der Insel, die Alkohol produziert, eigentlich die Nachfrage irgendwann gedeckt sein. Nee, MG, wir mussten leider einen älteren Speicherstand laden, weil der vom Ende vom letzten Mal leider nicht funktioniert. So, jetzt hat er hier wieder Alkohol gebracht und ein bisschen Tabak. Immer wenn der, wenn die Lieferung mit Alkohol und Tabak kommt, verdiene ich ja wieder ein bisschen Geld. Ja, dann rennen die alle zu den Ständen. Die anhaltende Hitze trocknet den Boden ab. Kauf dieses Tank. Ach, guck mal, jetzt habe ich auf meiner Tabakinsel auch eine Dürre, ey. So eine Scheiße. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier gerade mit 95 Geld durch die Gegend dümple. Ja, kommt mir gerade sehr bekannt vor. Achso, ich könnte auch die... Ja, so viel Roheisen habe ich gar nicht, aber ich habe einen Haufen normales Eisen. Ich mach mal die Erzmine aus. Ich muss jetzt irgendwie managen, an Seile zu kommen. Wie viele Seile brauche ich für das kleine Handelsschiff? Ich habe 3 Tonnen und brauche 8. Also irgendwie 5 Tonnen Seile von dir kaufen. Das ist theoretisch momentan gerade möglich. Ich hab's. Ja, dann aber genug Geld zu haben. Das Schiff kostet 1500 Goldstücke. Und dann wieder genug Geld zu haben, um die Tabak- bzw. Alkoholproduktion weiter auszubauen, es ist ein Pain in the Ass. Und wenn du erstmal dein eines Schiff als die Route verknüpfst noch mit? Ah ja, stimmt. Natürlich. Du hast vollkommen recht. Das hätte ich schon viel eher. Ja, der Walfänger ist wahrscheinlich auch weg, Madcat. Ja, der Wal ist alles weg. Also, wie gesagt, wir hatten hier, glaube ich, auf der... Auf welcher Insel war denn das? Irgendwo hatten wir noch Gewürze angefangen anzubauen. Ich weiß gar nicht, auf welcher Insel das war. War das hier? Ich glaube, es war hier. Ich glaube, auf der Insel hat, glaube ich, hier den Kontor gebaut und hier angefangen, die Gewürze anzubauen. Ja. So, pass auf. Dann Lauch York und noch den zweiten Eintrag bitte auf Bierhausen. In Bierhausen bitte Alkohol einladen. Und in Lauchheim dann Alkohol ausladen. Zack. So, damit können wir das Schiff hier pausieren und können die Route löschen. Hey, Captain. Gut, damit spare ich natürlich erstmal, dass ich mir noch ein Schiff kaufen muss. Flotte nimmt Fahrt auf. 380 Geld, aber es wird auch nicht wirklich mehr. Pff, der Alkohol ist wieder alle. Ich könnte natürlich hier unten noch einfach noch so eine scheiß Alkoholfarm bauen. Kostet auch 20 Unterhalt, das ist 20. Oder nee, ich mach's anders. Ich könnte die hier wieder umbauen. Wie viel Essen habe ich aktuell? Ich mach die wieder zur Alkoholfarm. Und mach dafür den Fischer auf hier. Das geht auch. Da muss ich jetzt nicht kein Geld ausgeben, um was zu bauen. Übrigens hat mich Jovi angeschrieben auf dem Discord und hat mir gesagt, das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, dass die Steinwege nichts bringen. Und damit hat er recht, das muss man mal beobachten. Die Wagen fahren trotz der Steinwege nicht schneller. Und das muss aber eine Änderung sein, die mit der History Edition gekommen ist. Denn es war schon immer eigentlich so in Anno, dass die Steinwege halt dafür da waren, dass diese scheiß Wagen schneller fahren. Richtig, würde ich jetzt eigentlich auch so unterschreiben, ja. Aber und wenn man das aber mal beobachtet, gut, bei mir habe ich jetzt fast alles mit Steinwegen, da sieht man es schlecht, aber weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da sieht man relativ gut, dass
Dass es halt in dem, es ist halt nicht so ist. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, es brennt. Welche Überraschung. Ich speichere mal. Jetzt geht's schneller beim zweiten Mal. Okay. So, wir haben jetzt... Ach, ich hab wieder... Gut, wir haben... Ich hab Minus. 400 Minus. Ich bin wieder vierstellig. Also, im Minus. Okay, von 1200 auf 1800. Bam. Wow. Ich habe aber nur noch 800 Einwohner. Ich hatte schon mal mehr. Ich baue jetzt wieder ein paar Häuser aus. Mal gucken, was das bringt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich direkt Salz einkaufen kann. Ich habe gerade fast meine kompletten Werkzeuge in neue Häuser investiert, aber... wirklich plus mache ich jetzt trotzdem noch nicht. Das war beim letzten Mal dann irgendwie die kritische Phase schneller überwunden. Ja. Wie viel mit... Dann kommt mit 8 Tonnen Alkohol. Und eine Tonne Tabak. Ja, wegen dem... Ach, wegen der Dürre. Aber die ist fast vorbei. Ich bin ja bei 500 Minus. Geil. Ja, wie gesagt, bei mir ist es auch ein Auf und Ab. Ich kann auch jetzt darauf jetzt überhaupt nicht mehr reagieren, ne? Also wenn du Minus bist, kannst du auch nichts mehr bauen. Nee, du kannst bloß Häuser bauen. Also Wohnhäuser. Ja. Weil die kosten nichts. Ja, aber damit verdienst du ja erstmal direkt kein Geld. Das nützt dir erstmal nichts, ne? Es bringt dir ja nichts, wenn du den Bedarf an Gütern nicht decken kannst, wenn du mehr Häuser baust. Ja, du verdienst ja auch nur Geld, wenn du diesen Scheiß verkaufst. Das ist richtig, ja. Das ist ja völlig absurd an der... So, jetzt habe ich eine neue Lieferung mit Alkohol gebracht jetzt, und Tabak. Wobei eine Tonne, die wird schnell vorbei, alle sein. 7 Tonnen Alkohol. Die muss erstmal jetzt ins Wirtshaus gebracht werden. Hier sind 5 Tonnen Alkohol im Wirtshaus. Mysteriös. Ja. Das ist strange. Ich kann teilweise noch nicht immer mehr weniger Produktionsgebäude abstellen, weil sonst läuft überhaupt nichts mehr. Trotzdem machst du mal. Ich überlege gerade, was ich beim letzten Mal gemacht habe, um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Oh, jetzt kommt der Händler. Ahoi, Captain! Komm, du kaufst jetzt hier was. Habe ich noch was ich verkaufen kann? Ich könnte Wolle verkaufen. Oh ja, hat er sogar was gekauft. Krass. Oder? Nee. Hat er Wolle gekauft? Nee, Salz hat er gekauft. Das ist nicht genug. Oh, jetzt habe ich wieder 600 Geld. Das ist schon mal gut. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant. Ich investiere mal jetzt noch in mehr Alkohol. Alkohol macht Donnerhol. Wie viel Tabak hat denn der 4 Tonnen? Oder ein Tabak? Tabak bringt halt mehr Geld erstmal. Aber Alkohol, also ich, das Problem ist, Tabak habe ich jetzt nur relativ wenige, die das wirklich brauchen. Ich brauche eigentlich erstmal, wir investieren erstmal in Alkohol. Steine könnte ich noch verkaufen. Ich glaube, das mache ich schon, oder? Ja. Du hattest ganz am Anfang doch in der Mitte keine Gewürzhändler gebaut, weil du das Wachstum lenken wolltest. Deshalb könntest du keine, konntest da keine Gewürze kaufen. Hä? Ja, ich weiß, ich hatte hier oben den Gewürzhändler nicht gebaut, der auch den Tabak verkauft. Aber der Punkt ist ja, wir haben eh nicht genug Tabak, um alle zu versorgen. Von daher spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob ich da jetzt einen Händler baue oder nicht. So, der holt jetzt hier 8 Tonnen Alkohol. Wie viel Alkohol haben wir jetzt hier schon wieder verbraucht? Der Punkt ist, ich würde die beiden ganz gerne ausschalten, weil die nicht effizient arbeiten. Die verbrauchen eigentlich nur Geld. Und was ist hier los? Warum habe ich nicht genug Tier heute?
Oh nee. Ich hab nicht genug Tier heute. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Und es brennt schon wieder. So, 940 Geld habe ich. Keine Ahnung woher, aber es ist wieder ein bisschen was da. In eurem Städtchen wohnt man gerne. Aber der Alkohol scheint jetzt gerade so zu reichen. Also ich habe jetzt noch 4 Tonnen auf Lager und er kommt gerade mit einer neuen Lieferung mit 8 Tonnen. Flotte ist auf Zielkurs. Gut, dann alles ausladen hier. Oh, ich habe über 1000 Geld. Oh, schnell, bauen, 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 bauen. So, ganzen Bäume ja weg. Das ist rechts. Und jetzt noch eine weitere Hopfenplantage. Geil, damit sind wir fast wieder pleite. Kann ich fix noch eine Brauerei bauen? Nein, dafür hat das Geld nicht mehr gereicht. Verdammt. Okay, dann müssen wir die erstmal auf Hold setzen hier. Oh, dammit. Okay, ich brauche 300 Geld, um die Brauerei zu bauen. Der Weg ist zu weit rechts. Nö, das passt. Hier. Außerdem, das habe ich auch von Jovi gelernt, du brauchst die Wege tatsächlich nur für die Marktkarren. Das heißt, die ressourcenproduzierenden Gebäude, wenn man die Ressourcen nicht im Markt oder im Konto einlagern will, dann muss man gar keinen Weg bauen, weil der Brauereityp. Das stimmt, ja, du hast recht. Der Brauereityp latscht quer übers Feld. Ich würde jetzt. Also, entweder ist der Weg falsch oder der Weg. 299, komm! Das gibt's nicht. Die Frage ist, welcher Weg ist jetzt richtig? Der hier? Oder der? Ich finde das immer noch bescheuert. Jetzt habe ich wieder 900 Geld. Ich check's nicht. Okay, gut, aber der Alkohol sollte jetzt auf jeden Fall kein Problem mehr sein. Ahoi, ihr Landratten. Damit können wir dann auch. Der neue ist falsch, würdest du sagen? Okay. Damit können wir dann die hier abschalten, weil die kosten nur sinnlos Geld und produzieren nicht richtig. Alles gut bei dir? Du bist so ruhig? Ich muss bloß ruhiger sein, weil meine Frau gerade telefoniert. Oh. Okay. Also falls irgendwelche Störgeräusche von euch kommen. Ja. Jetzt habe ich wieder über 1000 Leute, ey. Tonnen, okay. Wenn die jetzt da sind, würde ich sagen, schalten wir die jetzt hier erstmal aus. Und die Brauerei. Oh, die Weberei ist schon aus hier. Das ist interessant. Brauerei ausschalten. Ja. Damit sparen wir auf jeden Fall Geld.
so nennen. Das nächste Ziel sollte jetzt sein, die Tabakproduktion auszubauen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir noch genügend Roheisen haben. Ja, okay. Ja. Hallo. Ei, ei, Auftrag wird ausgeführt. Was kann ich hier machen? Ach, Schiff reparieren. Ah, okay. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. Erz ist alle, ja. Aber wir haben noch im Moment genug von dem verarbeiteten Eisen, um Werkzeuge herzustellen. Also aktuell ist es kein Problem. Das heißt, ich würde auch die Mine erstmal deaktiviert lassen, weil die kostet ansonsten nur Geld. Und erst wenn das verarbeitete Eisen wieder verfügbar, wenn das alle ist, dann machen wir die Mine wieder an. Und ich hoffe, dass ich bis dahin die Probleme überwunden habe. Hier sind noch 4 Tonnen Eisen und hier haben wir jetzt wie viele Tonnen am Start? 13 Tonnen. Ich bin nicht sicher, ob das reicht. 13 Tonnen plus 4 Tonnen sind 17 Tonnen. So, noch mal kurz gucken. Die Tabakplantage kostet 4, also 8 für 2 Stück und für die Verarbeitung nochmal 4 sind 12. Doch, das reicht, okay. Ditte reicht. Also die Insel habe ich schon mal besiedelt. Das ist schon mal okay. Aber jetzt fehlt noch die nötige Kohle, um die Minen zu bauen. Ich bin den ganzen Trubel ganz vergessen, auf dem Discord drüben mal zu sagen, dass wir hier live sind. Stimmt. So, zum Kanal. Weil ich habe dummerweise im Streamlabs OBS nicht mehr Restream, sondern Twitch direkt eingerichtet. Und deswegen macht der Restream-Bot auch keine Info mehr. Das ist natürlich so. Sind wir hier da? 700 Geld. Mal gucken, ob das reicht schon. Ah, doch, Madcat gibt's. Aber da habe ich mich noch zugegebenermaßen noch nicht mit beschäftigt. Das muss ich mal am Wochenende dann machen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Das kriegen wir schon noch hin. So, wie viel Holz habe ich denn hier? 50 Tonnen. So. Tabak. Wo gehen denn hier die Felder los und wo hören sie denn auf? Hatte ich das so? So hatte ich es, glaube ich. So, pass auf. Zack. Oh, jetzt habe ich gerade richtig viel Geld. Wir müssen es ausnutzen. Schnell bauen. Aber wirklich, ey. Ja. So, und ich glaube, das andere Tabakfeld hatte ich hier drüben gebaut. Ja. Beim letzten Mal hattest du dich da blöd verbaut. Das war hier. Hier habe ich mich verbaut. Das ist aber immer noch der Fall. Hier kann ich keinen Weg bauen, weil hier der Stein schon im Weg ist. Also das heißt, das verarbeitende Gebäude muss halt, also muss ich das von hier hinten auch mitholen. Ansonsten muss ich ja noch einen Marktplatz hinsetzen. Daran kann ich leider nichts ändern. So, guck mal hier. Das ist komplett grün. So ist es nicht komplett grün. So geht es in die Indianer schon rein. Jetzt ist die Frage, ob wir den Platz hier irgendwie noch effektiver ausgenutzt kriegen. Nee. Es macht keinen Unterschied, ob ich das jetzt so setze. Ich glaube, so ist sogar besser. Okay, dann drehen wir das mal noch, dass das. Ne, okay, es macht. Ich hatte gedacht, ich kriege einen Weg rechts hin. So, zack. So,
Der Weg ist aber jetzt in der Mitte, oder? Ich habe keine Ahnung. Echt beschissen erkennbar. So, zack. Wie gesagt, den Weg bräuchten wir eigentlich gar nicht, weil er querfeld einlatscht. So, und jetzt können wir aber hier drüben die... Oh, guck mal, hier der Brunnen. Oh, der ist ja schon ein Brunnen. Jetzt noch die Tabakproduktion. Können wir hier hinbauen? Oder kriegen wir die irgendwie? Ne, hier ist scheiße, weil dann. Ich baue sie mal hier hin. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Kriege ich hier den Weg vorbei? Ah ja, dann kriege ich da vorbei. Dann können wir den nämlich. Easy, dann können wir den hier nämlich wegnehmen. Haha. So, pass auf. Easy. Ja. Oh, nee, aber okay, da wollte ich zu schlau sein. Es funktioniert nicht, weil hier kann er das Haus nicht. Mist. Okay, damit sind wir aber für die Folge für heute schon durch. Tut mir leid, dass wir halt nochmal alles wiederholen müssen, aber so ist es halt. Ich glaube, wir haben aber ein bisschen mehr Tempo drauf als beim letzten Mal. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, um die zukünftigen Videos nicht mehr zu verpassen. Mein Dank geht raus. Mein Dank geht raus an meine große Unterstützer. Das hatte ich irgendwie die Worte vergessen. An Parsival, Kulle, Ködö, Ivan Dijk, Synam und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wo es dann hoffentlich keine technischen Probleme gibt. Ich speichere gleich mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.